Moin zusammen, es wird mal wieder Zeit für eine Podcast-Zusammenfassung. Falls ihr öfter mal auf meinem Kanal unterwegs seid, dann kennt ihr es wahrscheinlich schon. So, es geht mal wieder um einen Aftershow-Podcast. Den ganzen Podcast findet ihr hier auf RTL Plus. Dort könnt ihr ihn euch anhören. Er ist recht lang, geht fast eine Stunde und 10 Minuten. Und ich werde versuchen, euch diesen Podcast, in dem es diesmal um Alex und Kevin von Kampf der Reality Stars geht, so gut wie möglich und tatsächlich auch so kurz wie möglich zusammenzufassen. Ich muss sagen, ich fand diesen Podcast tatsächlich sehr, sehr interessant, weil auch hier mal wieder einige Informationen zum Vorschein kamen oder ausgeplaudert wurden, die wir bis dato noch nicht wussten. So, da gehen wir jetzt aber erstmal chronologisch durch. Bevor wir beginnen, denkt dran, kostenloses Abo, am besten mit Glocke erstmal da lassen, damit du das nachher nicht vergisst und damit du immer auf dem Laufenden bleibst in der Zukunft, wenn irgendwas in unserer Trash-Welt eben passiert. So, starten wir. Erstmal wurde natürlich so ein bisschen Smalltalk gemacht. Wie habt ihr euch gefühlt? Wie war das alles? Alex meinte, dass der Dreh sehr turbulent für ihn war. Er hat sich aber wohl gefühlt und er ist zufrieden damit. Kevin hat dann gesagt, dass KDRS sein Traum war. Wussten wir ja schon. Alex hatte viel Spaß beim Format und findet gut, dass das ein positives Format ist, wo auch wirklich viel gelacht wird und so. Am meisten Spaß hatten die beiden in der Raucherecke und Alex meinte, er hat geraucht, weil man so einfacher Freunde findet. ja, Alex hat damals nach Temptation schon mal erzählt, falls ihr das nicht mitbekommen habt oder ihr euch eventuell nicht daran erinnert, dass er im realen Leben eigentlich nicht raucht und wenig Alkohol trinkt. Klar, der geht auch mal auf Partys und säuft sich da ein und so, aber er meinte eigentlich so im Alltag macht er das nicht. Er hat ja auch einen großen Fokus auf Sport und so, aber er hat damals schon erzählt, dass solche Formate ein bisschen wie Urlaub für ihn sind und da gönnt er sich eben den Alkohol und die Kippen. So. Alex meinte dann noch, dass es ihm seiner Meinung nach gelungen ist, den wahren Alex zu zeigen und hat ausgeführt, dass es für ihn einfacher ist, ohne Partnerin an einem Format teilzunehmen. Die Begründung fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, denn er meinte, weil man in den Formaten dann die Partnerin nicht beschützen muss und auch keinen Stress mit der Partnerin hat. Das Ding ist ja, man kann sich ja eine Partnerin aussuchen, die auch keinen Stress mit anderen anfängt, die man dann auch gar nicht beschützen muss, weil es gar keinen Streit oder so gibt. Und man kann sich ja auch eine Partnerin aussuchen, wo die Beziehung so gut läuft, dass man sich auch mit ihr in einem Format nicht streitet. Ja, ich kann verstehen, dass einige Formate auch wirklich anstrengend sind, sowohl körperlich als auch mental. Und klar, Couple Challenge und Sommerhaus der Stars waren beides Formate, die wahrscheinlich schon darauf ausgelegt sind, die Leute psychisch an ihre Grenzen zu bringen. Aber ich finde, man kann sich auch damit nicht rausreden, wenn man so daran denkt, wie Alex sich damals eben bei der Couple Challenge gegenüber Christina verhalten hat und dann natürlich auch sowieso bei Temptation Island. Ne? Sommerhaus mit Vanessa lief auch nicht so gut. Ja, ich wäre dafür, dass es doch irgendwann mal ein Format oder ein neues Format mit Alex und Vanessa gibt, wo er dann wirklich beweisen kann, dass auch diese Therapie was gebracht hat. Wäre ich sehr gespannt drauf. Aber tatsächlich wurden Alex und Vanessa auch für ein anderes Format angefragt. Das erzähle ich euch aber gleich. Wir gehen erstmal chronologisch weiter durch. So, einmal ist Alex ja richtig entgleist bei KDRS. Und zwar, weil er enttäuscht von Maurice war. Vorher hatten die beiden sich nämlich ausgesprochen, sagte Alex. Und sie haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt. Ne? Also so ähnlich wie damals mit Valentina im Sommerhaus. Maurice hat dann laut Alex ihn auch noch Bastard und Hundesohn genannt. Und Alex wollte nicht zurückbeleidigen. Und er wollte aber auch nicht handgreiflich werden. Deswegen hat er sich dafür entschieden, auf Maurice zuzurennen und ihn mit Wasser vollzuspritzen. Alex meinte, dass er das extra gemacht hat mit diesem auf ihn zurennen, weil er wollte, dass Maurice Angst hat, wenn er so auf ihn zugeschossen kommt, aber dass er zu keinem Zeitpunkt geplant hat, wirklich handgreiflich zu werden oder so. Ja, das ist auch wieder eine Sache, das weiß nur Alex selbst, ob das tatsächlich so war, aber wie immer bei Alex oder wie oft bei Alex kommt auch mir das so vor, als könnte das auch wieder irgendwie so eine Rechtfertigung, so eine Ausrede sein, um ein Verhalten, was nicht so toll war, dann im Endeffekt schön zu reden. Ja, aber tatsächlich kann es natürlich auch wirklich so sein, dass er ihm einfach nur ein bisschen Angst machen wollte und die ganze Zeit nur geplant hat, ihn mit Wasser voll zu spritzen.
Was war das Schlimmste an dem Format? Für Alex war es das Schlimmste, Christina als Pappfigur mit ihm rumzuschleppen, und zwar wegen Vanessa. Er meinte, er wusste, dass Vanessa darüber traurig sein würde, weil sie ein sehr sensibler und empathischer Mensch sei. Und deswegen hat Alex nach seinem Auszug auch sofort Vanessa angerufen und ihr von dieser Aktion der Produktion eben erzählt. Was ich sehr lustig fand, was Alex da aber noch erzählt hat, war, dass... Also ihr wisst ja wahrscheinlich, wie das läuft, ne? Wenn da alle irgendwie, keine Ahnung, die sind da alle in der Sala und so, und ab und zu werden die Leute dann zu Interviews gerufen, ne? Dann wird gesagt irgendwie durch Lautsprecher, Kevin, hier bitte in die Starbucks zum Interview oder so. Aber diese Durchsagen, die hören wir im Fernsehen dann ja nicht, ne? Die werden dann ja nicht mit eingespielt. Aber Alex hat erzählt, dass das eigentlich ganz witzig war, wenn er ins Interview gerufen wurde, denn da hat die Produktion durch die Lautsprecher dann immer durchgesagt, Alex und Christina ins Interview bitte. Ja, das fand ich ganz amüsant. So, dann noch eine Frage zu Christina. Wie steht Alex heute zu ihr? Er meint, sie haben gar keinen Kontakt. Er habe damals mit ihr telefoniert und sich entschuldigt. Und später hatten sie dann gar keinen Kontakt mehr. Kevin und Christina sind ja miteinander befreundet. Und Kevin wurde dann gefragt, wie Christina denn diese Bestrafung fand, als sie sie im Fernsehen gesehen hat. Und sie meinte, sie fand das lustig und hat darüber gelacht. Ja, anscheinend hat sie auch damit abgeschlossen, was ja gut ist. Dann kommen wir zu dieser Sache, die ich vorhin schon angesprochen habe, mit dem Format. Denn Alex hat hier im Podcast ausgeplaudert, dass Alex und Vanessa tatsächlich für Temptation Island angefragt wurden. Aber leider Gottes abgelehnt. Das hätte ich tatsächlich irgendwie ganz gerne mal gesehen. Ja, sie haben eben abgelehnt, haben da nicht mitgemacht. Und Alex findet, man macht da eh nur mit, wenn man eh schon so halb mit der Beziehung abgeschlossen hat. Ja. Die Aussage fand ich schon wieder so ein bisschen assi. Warum? Wir erinnern uns an den Anfang von Temptation Island VIP, an die Anfangsinterviews mit Alex und Christina. Da hat Alex noch ganz groß getönt, dass bei den beiden ja alles super ist und deswegen wird da auch nichts kaputt gehen und er würde ihr niemals sowas antun wie Salvatore und so. Und er hat ja auch Christina vorher in Sicherheit gewogen, dass da nichts passieren wird. Und nur deswegen hat Christina sich halt überreden lassen, nochmal an Temptation Island teilzunehmen, weil sie eben so geprägt war von dieser Erfahrung mit Salvatore. Sie wurde da ja schon mal betrogen und Alex hat ihr die ganze Zeit versichert, dass da nichts passieren wird, ne? Also Christina war nicht der Meinung, dass diese Beziehung schon halb am Ende war. Dann kamen Alex und Kevin nochmal auf dieses Essensspiel zu sprechen, wo Maurice und Alex sich ja so gestritten haben. Alex meinte dann nochmal, dass er ja sehr enttäuscht war und Kevin hat Maurice dann aber ein bisschen verteidigt, weil er meinte, Silva hat Maurice total angestachelt und sehr beeinflusst und er meinte, Silva als 20 Jahre älterer Mann habe da auch einen großen Einfluss eben auf Maurice gehabt. Alex meinte dann auch, dass er denkt, Maurice sei tief im Kern ganz gut oder habe einen guten Kern und er findet, Maurice ist lustig, aber nicht, weil er wirklich vom Charakter her so witzig ist, sondern weil er beim Zuschauer so treu doof rüberkommt. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich auch schon mal gesagt habe, dass ich also Maurice als Person jetzt nicht gewollt so lustig finde, sondern dass er eben immer Sachen macht und Sprüche bringt, die er sich, glaube ich, dann tatsächlich nicht überlegt hat, die dann so spontan kommen und dass das eben so Situationskomik ist und er eher so ein bisschen ungewollt witzig ist. So, dann kommen wir zum Thema Kelvin und Elsa. Das Ganze mit Kelvin und Elsa kam Kevin ehrlich gesagt ein bisschen geplant vor, meinte er. Kevin denkt, Kelvin sei auch ziemlich naiv, weil Elsa immer Stress gemacht hat und Kelvin da irgendwie sich gefragt hat, hey, warum macht ihr das jetzt? Ich check das alles gar nicht und so. Und beide denken, also Alex und Kevin, dass diese ganze Sache für Elsa und Kelvin so ein bisschen eine Urlaubsromanze war. Auch ein bisschen aus Langeweile. Alex hat dann noch ausgeführt, dass er auch zu Elsa und Kelvin gesagt habe, dass er das nicht korrekt findet, was die beiden da machen, eben wegen Elsas Freund, aber dass er sich nicht einmischt in die ganze Sache, weil er ja irgendwie im Glashaus saß wegen der ganzen Sache mit Christina und Vanessa eben damals. Ne? Im Gegensatz zu Maurice, der hat sich ja richtig ordentlich bei den beiden eingemischt, aber da hat Alex zumindest gecheckt, aha, ich habe ja sowas Ähnliches gemacht, da halte ich jetzt mal lieber meinen Mund.
Zu dem Thema hat Kevin dann noch erzählt, dass Kelvin aber auch Colleen und Tanja ganz geil fand. Und wo wir jetzt gerade schon über Tanja reden, wurde dann gefragt, warum Kevin nicht Tanja den Vortritt gelassen hat, als es darum ging, wer in der Sala bleiben darf. Kevin hat dann erzählt, dass Tanja am Anfang schon gesagt habe, sie wolle zu ihrem Sohn und sie wolle feiern gehen und sie habe eigentlich innerlich schon aufgegeben. Dann hat sie aber doch wohl wieder Mut gefasst und wollte doch in der Sala bleiben. Ja, Kevin hat dann noch erzählt, dass er nicht mehr mit Tanja befreundet ist und dass sie ihn, laut Kevin, geghostet habe. Nach der Show habe Tanja angeblich, na laut Kevin, eben so getan, als wäre nichts. Aber Kevin hat erfahren, dass sie wohl doch ziemlich gekränkt war davon, dass er ihr nicht den Vortritt gelassen hat, ne, dass sie nicht in der Sala bleiben durfte. Und sie wohl mit vielen Leuten darüber geredet habe, aber nicht mit Kevin selbst. Ja, er rennt ihr auch nicht hinterher, meinte er. Und sie habe auch noch, das habe ich nicht ganz verstanden, sie hat noch irgendeiner befreundeten Person, die mit beiden befreundet ist, irgendwas anderes erzählt. Also anscheinend viel Gerede so hinter dem Rücken, aber nicht miteinander. So. Wir erinnern uns nun daran, dass ja auch Alex Kevin gewählt hat und dass Kevin ja super, super enttäuscht davon war. Denn Alex hatte Kevin an diesem Tag versprochen, ihn nicht zu wählen. Allerdings wurde Alex nach eigener Aussage von der Gruppe überredet, das zu tun. Und außerdem wollte Alex auch noch taktisch vorgehen. Der meinte, gut, er hat dann im Laufe des Tages in Erfahrung gebracht, dass sehr, sehr viele Leute Kevin wählen wollen und dass Kevin sowieso sehr wahrscheinlich rausfliegt. Und deswegen wollte Alex es sich nicht mit irgendwem anders verscherzen und hat sich dann einfach angeschlossen und auch Kevin gewählt, weil er so eben niemand anders gegen sich aufgebracht hat. Dann kommen wir zu einer Sache, die ich auch vorher nicht wusste, die ich super interessant fand, denn es wurde erzählt, dass Christina wohl eigentlich, also die richtige Christina, wohl auch eigentlich gebucht werden sollte für Kampf der Reality Stars, um dort eben auf Alex zu treffen. Ja, wurde dann im Endeffekt aber nicht gemacht, denn Alex hat vertraglich festhalten lassen, dass Christina, also wenn er an der Show teilnimmt, dass Christina nicht gebucht wird für diese Show. In diesem Podcast wurde tatsächlich viel preisgegeben, was vorher nicht öffentlich bekannt war. Also diese Sache mit Christina fand ich schon mal sehr interessant. Aber hier auch ein paar weitere Infos über die ganze Giselle und Elsa Sache. Denn da war es so, dass Giselle sofort rausgeschmissen wurde von der Produktion. Sie wurde sofort aus der Sala entfernt. Bei Elsa war das aber nicht so. Elsa ist erstmal nochmal zurückgekommen und war sich eigentlich auch schon sicher, dass sie da bleiben darf. Kevin meinte, er habe dann auch gesagt, Elsa, sei dir nicht ganz so sicher, deiner Sache. Ich glaube, die kommen dich noch holen. Und dann war es tatsächlich so, dass alle schlafen gegangen sind, auch Elsa, und dass mitten in der Nacht auf einmal die Produktion reinkam und Elsa doch aus der Sala rausgeholt hat. Also anscheinend gab es da viele produktionsinterne Gespräche, wo darüber debattiert wurde, soll man jetzt nur Giselle rausschmeißen oder tatsächlich beide Frauen. Und mitten in der Nacht hat sich die Produktion dafür entschieden, tatsächlich beide zu entfernen und auf einmal waren alle wach und dachten sich, hey, was passiert denn hier? Und Elsa wurde eben auch aus der Sala entfernt. Daraufhin ging es noch einmal um dieses Nominator-Gate. Zu diesem Thema habe ich ja auch schon einige Videos gemacht, ich glaube sogar 2 oder 3. Hier hat Alex nochmal ausgeführt, dass er gerne den anderen mitgeteilt hätte, dass er der Nominator ist, aber er durfte es eben nicht. Da haben wir in den anderen Videos sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen, deswegen sage ich da jetzt meine Meinung nicht nochmal so ausführlich zu. Außerdem wolle Alex nicht, hat er gesagt, dass die 4 Nominierten gegen ihn stimmen. Also irgendwie war das alles so ein bisschen durcheinander, weil am Anfang war ja noch gar nicht klar, dass nicht nur die 4 nominiert werden, also dass nicht nur die 4 Nominierten rausgewählt werden können, sondern dass dann nochmal ein Spiel kommt, wo man ein Band weitergeben darf. Naja, außerdem war es doch auch so, glaube ich, dass als Alex schon aufgestanden ist und schon rausgehen wollte, dass er doch dann nochmal mit der Produktion gesprochen hat und gesagt hat, ja, und kommt das wirklich nicht raus? Sagt ihr wirklich nichts? Und da hat doch die Produktion sowas in der Art gesagt wie, wenn du nichts sagst, dann sagen wir auch nichts. Oder so ähnlich. Also ich weiß nicht. Ich nehme Alex das tatsächlich immer noch nicht so richtig ab, dass das tatsächlich verboten war, dass er darüber spricht. Zu dieser ganzen Sache meinte Alex dann noch, dass er nicht findet, dass er die Leute manipuliert hat, sondern dass er wie ein Papagei war, meinte er, und dass er nur Ideen verbreitet hat, die eh schon im Raum standen.
Na, weiß ich nicht. Schwierig zu beurteilen, wenn man nicht wirklich mit dabei war, aber ich glaube, da vertreten andere Leute eine andere Meinung. Naja, warum hat Kevin Lilo verkauft? War dann auch nochmal ein Thema. So, und er meinte, weil sie eben immer gesagt hat, es wäre nicht so schlimm, wenn sie rausfliegt und ihr gehe es sowieso nicht so gut und sie vermisse ihre Tochter sehr und deswegen ist er immer noch fein mit seiner Entscheidung, die er da eben getroffen hat. Außerdem, und das hat er jetzt wirklich ganz offen zugegeben, ne, was dann auch irgendwie positiv ist, wenn man wenigstens nicht so tut, als würde man nicht auf diesen Fame aus sein, sondern Kevin, obwohl ich persönlich ihn ja nicht so richtig mag, wegen dieser ganzen Mobbing-Geschichte gegen Philipp und Nick bei Charming Boys, aber trotzdem muss ich ihm zugute halten, dass er hier wenigstens ehrlich ist, denn er hat gesagt, er wollte Sendezeit haben. Für ihn war nicht das Wichtigste am Ende das Geld zu gewinnen, sondern so viel Sendezeit wie möglich zu haben, weil er ja eben eine richtig dolle Reality-TV-Karriere machen will und er wusste, wenn keiner das unterschreibt, dann wird das langweilig und wenn er das eben macht, dann wird er auf jeden Fall gezeigt und dann wird das auf jeden Fall thematisiert. Kevin wurde dann auch von den anderen Teilnehmern des Öfteren gefragt, warst du das? Hast du da unterschrieben? Und er meinte, also laut eigener Aussage habe er das weder bejaht noch verneint, sondern habe immer versucht, der Frage so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Von wem sind die beiden am meisten enttäuscht? Und Kevin meinte erst einmal, dass in der Show er am meisten von Alex enttäuscht war, wegen dieser ganzen Nominierungssache, aber jetzt im Endeffekt eben von Tanja, weil sie das Gespräch mit ihm nicht gesucht hat. Na, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Alex war in der Show am meisten enttäuscht von Maurice, darüber haben wir auch gerade schon gesprochen, aber jetzt im Endeffekt von Cecilia. Und Alex hat dann noch erzählt, dass als Christoph und noch irgendwer reinkam, dass Alex zu den Neuen gesagt habe, sie sollen Cecilia nicht rauswählen, weil Cecilia lustig ist und weil sie eine der korrektesten Personen da drin ist. Also er habe sich für Cecilia bei den Neuen eingesetzt, obwohl die Neuen laut Alex eigentlich Cecilia rauswählen wollten, als sie die Macht dazu hatten. Und laut Alex habe er sie dazu gebracht, dass sie Cecilia drin lassen. Zu dem ganzen Thema hat Kevin, der auch gut mit Cecilia ist, dann noch gesagt, dass er findet, dass Alex in seinen wöchentlichen Livestreams einfach zu viel über Cecilia geredet hat und dass sie gar nicht so doll gegen ihn gehetzt hätte. Ja, da erspare ich mir jetzt mal meinen Senf, denn wie gesagt, ich habe da schon 2-3 Videos zu gemacht. Falls euch das interessiert, guckt euch die anderen Videos auf meinem Kanal an, aber das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, um euch alle nicht zu langweilen. So, dann hat Alex noch was Interessantes ausgepackt und zwar, es gab ja diese Kampf der Reality Stars Premiere, wo alle Teilnehmer und andere Celebrities sich versammelt haben und sich die erste Folge angeguckt haben und da hat Alex eben natürlich auch Cecilia getroffen. Alex meinte, da war eigentlich alles gut und danach haben sie sich zufällig, laut Alex, nochmal in einem Fitnessstudio getroffen und da soll die Atmosphäre schon irgendwie komisch gewesen sein, fand Alex zumindest. Und er meinte, dass Cecilia laut ihm, also angeblich, gesagt haben soll, lass uns erstmal die Ausstrahlung abwarten und dann vielleicht nochmal reden. Ja, und jetzt wisse Alex eben, warum sie das gesagt hat, denn damals wusste er noch nicht, wie sie in den Interviews so über ihn gesprochen hat. Zum Abschluss des Podcasts wurde noch die Frage beantwortet, warum Kevin Alex im Endeffekt doch verziehen hat und nicht mehr sauer auf ihn war. Kevin meinte, naja, er hat sich mit Alex vertragen, weil das eben eine Show war und weil er findet, das, was in Shows passiert, müsse man nicht so persönlich nehmen. Alex hat sich mit Cecilia nicht vertragen und er findet, dass Cecilia sich bei ihm entschuldigen sollte. Ihm war am Ende tatsächlich auch egal, wer von den restlichen Kandidaten gewinnt. Ihm war nur wichtig, dass Cecilia nicht als Gewinnerin hervorgeht. So, und das war es an dieser Stelle von mir. Das war der Podcast. Wie gesagt, falls ihr euch das ganze Ding reinziehen möchtet, könnt ihr das gerne machen auf RTL Plus. Ich habe auch meinen Senf zu diesem ganzen Podcast und zu den Aussagen von Alex und Kevin abgegeben. Jetzt interessiert mich natürlich euer Senf. Schreibt es unten in die Kommentare und wenn ihr keinen Bock habt, dann vergesst nicht die Emojis, Smileys, Herzen, was auch immer. Spamt die Kommentarspalte voll, um meinen Algorithmus zu pushen. Ich wäre so dankbar über euren Support. Vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!